Einen wunderschönen guten Abend. Auch an alle und vor allen Dingen an Marek. Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zu, wir spielen heute eine Runde Elden Ring nochmal. Ich weiß wieder, wo unsere Runen gestern liegen geblieben sind. Die holen wir uns heute wieder. Hoffe ich irgendwie. Mal vorher. Komm. Ich hätte gerne ein Skelett. Reiten wir erstmal an allen vorbei und versuchen mal an die Runen zu kommen und hoffentlich kommen wir dann noch ein Stückchen weiter. Die habe ich schon fast vergessen gehabt. Soweit wir hier müssen so rumliegen. Da sind sie. Dann ignorieren wir den Trupp. Und erfreuen uns daran, dass da noch mehr sind. Haha! So, nehmen wir uns die erstmal. Und wir freuen uns, ach, ihr seid das. Okay. Wir werden gleich zum ersten Mal wieder sterben. Hallo, festdenken ist unfair. Ich muss erstmal ein Stück weg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, guck an, also ist das der zweite oder das ist der zweite? Ich habe Eisen. Wir haben schon ein paar von euch gelegt. Das wird auch wohl funktionieren. Aber das glaube ich nicht, dass das jetzt funktioniert. Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass ich einen umniete. Hallöchen, Otter. Na, kleines Hatti. Fein am Sterbe sterblich machen. Und wie fein. Ich zeig dir sogar, wie gut ich das kann. Da, guck! Hab ich fein gemacht, gell? Nasa, vielleicht doch etwas stärker werden für das Gebiet. Aber ich wohne, deinen Kampfgeist einfach weiterzumachen. Ja, was soll ich sonst machen? Das ist kein Kampfkatz, das ist lernresistent. Also könnte man es ausnennen. Aber gut, wir haben hier noch eine Dame, mit der wir hier reden wollten. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. Yep. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. Ja, wie war das doch mit ich sollte hier und so weiter? Sakramentsknospe. Mhm. Wir nehmen das mal mit. Man weiß ja nie.
Und Chuchu Goris. Na? Kleiner Tipp, eventuell könntest du ja mit der Zauberer reden, den du vorher mal getroffen hast. Was? Das würde tatsächlich funktionieren, dass ich mit dem nochmal rede, jetzt wo ich mit der Dame geredet habe? Aber ich sollte sie doch heilen. Wenn ich jetzt hier schon mal bin, muss ich den jetzt auch nochmal umbringen. Ja, weil du da durchkommst und ich nicht. Ja. Das hätte schon besser laufen können, aber es lief schon mal besser als beim allerersten Mal. So sieht das da unten also aus. Ja. Ist es das, was ich denke, was es ist? Noch mehr Spaß? Natürlich noch mehr Spaß. Da haben wir diese Hütte. Dummerweise ist da kein Punkt. Kein Gnadenpunkt in der Nähe. Habe ich gestern nicht die Umfrage gewonnen und bin eingeschlafen? Ja, hast du. Dummerweise war ich ein Idiot und habe vergessen. Ich habe dummerweise eine Abstimmung und keine Vorhersage gemacht. Dementsprechend werde ich jetzt einfach nochmal eine Vorhersage machen. Ihr dürft einfach. Ihr dürft gleich einfach nochmal genauso tippen wie gestern. Ich gebe euch jetzt einfach mal 5 Minuten dafür Zeit. So. Ihr dürft gerne nochmal entsprechend eintippen. Und ja, ich weiß, es wird schwierig, sich zu entscheiden, jetzt nochmal das Falsche zu geben. Aber vielleicht gibt es ja die Leute, die gestern auf Nein getippt haben. Die Leute, genügend ehrliche Leute oder so. Ach, nun war's das. Ja, ja, genau. Gutes hat uns alle umgebracht. Ich meine, Gutes würde das nie tun. Na, guck an, deswegen bin ich hier geblieben. Ein Sternlichtsplitter. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist da. Ach, guck an, das ist ja wieder so ein Landoktopod. Den habe ich mich auch schon lange nicht mehr angelegt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie deren Mechanik war. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Ups, Abstimmung verschlafen verspielt. Ja, ich habe dummerweise gestern eine Umfrage gemacht, statt einer Abstimmung. Statt eine Vorhersage. Na komm, ich will eigentlich zurück. Au, 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 au. Oh. Kotzt du nur. Das ist alles in Ordnung. Oh, ja gut. Ah, okay, ich dachte, ich konnte ihn gerade nicht angreifen. Na dann, ich dachte, er wäre gelegt, aber das war er nicht.
Wenn beide gleichzeitig spielen, ist das eine blöde Idee. Das ist die Variante, die mir sagt, ich sollte gehen. Nein, wenn du tollwütig bist, dann bleib ich weg. Ach, dieser blöde Stein. Dieser blöde Stein. Ich werde von links angekeucht. Das kenne ich normalerweise nur von Borderlands. Ist da überhaupt irgendwas Interessantes, was dieser Landautoboot bewacht, oder ist der einfach nur so da? Das ist natürlich die wichtige Frage. Gibt es was zu plündern? Wenn ja, bin ich voll dabei. Schon wieder so eine komische Statue. Du siehst nicht gesund aus. Geh mal zum Steinmetz. Bist du so ein Großer oder bist... Ja, du bist ein Großer. Aber ein Einzelner. Komm, wir versuchen es nochmal. Okay, wir versuchen es vielleicht nicht. Ja, geh heim. Hast schon recht. Dann holen wir uns jetzt unsere Runen und gehen mal zu dem anderen Typen wieder. Das hat ja keinen Sinn. Außer, dass wir die meisten aufgezeichneten Tode in Elden Ring schaffen. So, Orte der Gnade, Kirche der Seuche, nein. Seljas Aufgang ist, glaube ich, das, wo wir hinwollen. Das war ja. Wenn wir schon dabei sind. Kommt her, meine treuen Skelettiere. Ah, verdammt, ich wollte ausweichen. Ich bin auch so ein bisschen gesprungen. So, hier war doch auch einer. Wo ist er? Komm raus, komm raus. Hallo, ich hab dich im Fokus. Okay. Dass er das kann, wusste ich nicht.
Wie viel Leben hat er uns da gerade abgezogen? Drei Viertel? Wow. Geh mal von der anderen Seite rein. Das war doch schon ein harter Schlag. Wenn wir schon dabei sind, bringen sie gleich alle um. Oh, guck an, da ist noch ein Pilz. Au! Sich ausschalten. Ja. Wenn ich die Magieattacke nicht sehe, kann ich hier auch nicht ausweichen. Zwei Air-Trigger auf einmal machen keinen Spaß. Ja, das tun sie nicht. Definitiv nicht. So. Diesmal nehmen wir den Sneaky Way außenrum. Wir wollen ja auch irgendwann mal darüber ankommen. Habe ich gehört. So, das alten Hütte war da oben irgendwo. Da vorne sitzt noch ein großes Hühnchen, da wollen wir nicht hin. Vorerst. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the earth tree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood.